Hallo, 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 hier ist wieder Schoki Banoki, New Television mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Hier ist der Marc Hagenbeck und ich bin der Sascha und wir haben heute den 15. Februar und am 15. Februar haben wir wieder ein bekanntes Geburtstagskind. Ui, wer ist das denn? Michelle. Michelle! Ja. Heißt eigentlich Michelle. Tanja Hever. Ja. Ist geboren am 15. Februar 1972. Und ist deutsche Schlagersängerin. Weißt du noch? Wenn Liebe lebt. War da, glaube ich, beim Grand Prix damit, ne? Mhm. Irgendwie so. Hat aber, wie man weiß, nicht gewonnen. Ja. Und ist in Villingen-Schwenningen geboren. Und ein Süßet. Ja. Ja. War die nicht zwischendurch mit Matthias Reim irgendwie dazu? Ja, das war schon. Also die hat auch so, hat die nicht auch so ein paar kleine Skandälchen mal so gehabt? Irgendwas war auch mit Michelle immer da irgendwie. Ich krieg sowas auch nur am Rande mit. Hat zu viel gegessen, irgendwie und so und ran so und so. Nee, ja, irgendwie, ich weiß nicht. Nee. Also Michelle auf jeden Fall, heute Geburtstag. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ich kann nicht leiden. Auch wenn deine Lieder kacke sind, aber ich kann nicht leiden. Ja, genau. 15. Februar, da haben wir aber noch einen Fakt, den du raushauen möchtest. Ja, kommen wir mal zum Sport. 1978, Leon Spinks gewinnt seinen Boxkampf und Weltmeistertitel im Schwergewicht gegen Muhammad Ali im Hilton Hotel. Ach, da hat er in verloren. In Las Vegas, durch Sieg. Nach Punkten allerdings. Nach Punkten. Naja, Sieg nach Punkten ist ja trotzdem Sieg. Ist trotzdem Sieg. Ja. Na klar. Na klar. Ja. Das war also float like a butterfly, sting like a bee, sagt man ja. Du weißt doch jetzt, wie das geht. Du machst doch hier so Sport, ne? Naja, so. Nee, du musst, das Problem ist immer so. Also Deckung immer, so, Deckung immer? So zusammen. Immer ja. Oben? Komm, wurscht. Fakt des Tages. Die Schuhgröße der Freiheitsstatue ist 3500. So. Jetzt haben wir einen rausgehauen, oder? Ja. 3500, also ein bisschen größer, als ich hier zeigen kann, ist die Schuhgröße von der Freiheitsstatue in New York. Ich frage mich immer, was sind das für Menschen, die sich mit sowas befassen, um sowas rauszugeben? Ich meine, wir lesen es ja nur vor, aber ja. Was sind das für Menschen? Irgendwo haben wir es recherchiert und derjenige, der auf die Idee gekommen ist, diesen Fakt mal rauszuhauen, dem war ganz langweilig. Der hat wahrscheinlich keine Freunde. Ja, so wie wir. Wir haben ja auch keine Freunde. Ja. Ne? Uns ist auch langweilig, deswegen müssen wir uns vor der Kamera setzen und irgendeinen Käse da erzählen. Aber macht ja nichts. Wenigstens sind wir von der Straße weg, ne? Ja, stellen wir auch nichts an, ne? Ja, keine Drogen und so. Mhm. Ja, und zeugen nicht irgendwie unnötig Kinder. Mhm. Kann man ja auch nicht jetzt hier so vor der. Also wir beide jedenfalls. Können nicht zugeben, auf jeden Fall. Könnten es nicht. Nee, wir könnten es auch nicht. Also wir könnten es. Also, wir beide wären es nicht fähig. Also angenommen. Du würdest auf mich stehen, was sehr wahrscheinlich ist. Ich nicht auf dich, aber du würdest auf mich stehen. Könntest du mich nicht sozusagen penetrieren? Also du könntest mich penetrieren, aber nicht schwängern. Egal. Also du, ich weiß nicht, was du... Hundewelpen. Baseball. Ja, auf jeden Fall sage ich an dieser Stelle, cheerio, Miss Sophie. Wir sehen uns morgen wieder mit ganz vielen Fakten zu Daily, deine Tagesdosis Angeberwissen. Tschüss.